Besuch. Dies ist etwas, das mir einmal eine ältere Frau erzählt hat. Sie sagte, dass der Geist eines Menschen seine Lieben in irgendeiner Form besucht, kurz bevor er stirbt. Ich denke, ich habe etwas Ähnliches erlebt, also fangen wir an. Ich war 8 und mein Bruder 10 Jahre alt. Wir lebten damals in einer Regierungswohnanlage. Mein Vater ist ein pensionierter Regierungsbeamter und wir lebten in Regierungsbungalows. Die Häuser waren eher individuelle Bungalows mit viel Platz für Gärten und andere Aktivitäten. Der Zaun umschloss das gesamte Grundstück und eine 35-Fuß-Straße trennte unser Haus von einem ähnlichen Haus auf der anderen Straßenseite. Eine einzelne Gasse bestand aus 6 ähnlichen Häusern, die sich paarweise gegenüberstanden. Die angrenzenden Häuser teilten sich eine breite Galerie, die zu 2 separaten Toren für beide Bungalows führte. Da es mitten im Winter war, einer Jahreszeit mit vielen Hochzeiten und Feierlichkeiten, planten wir an diesem Tag, an einer solchen Veranstaltung bei einem unserer Bekannten teilzunehmen. Wegen der Kälte gingen alle bis 19 Uhr in ihre Häuser und die Straßen waren fast menschenleer. Das Haus gegenüber von uns stand schon lange leer. Es gibt eine kleine Geschichte dahinter, die ich aus dem Tratschkreis meiner Mutter gehört habe. Der Bewohner hatte eine ältere Schwiegermutter, eine Frau und 3 Jungen. Eines Tages starb die Schwiegermutter bei einer Explosion eines Petroleumkochers. Das geschah, bevor ich geboren wurde. Es hieß, es sei sehr verdächtig, weil jeder Bewohner ein Beamter und daher wohlhabend war. Niemand benutzte einen Petroleumkocher, der hauptsächlich von den Armen verwendet wurde. Der Tod durch eine Kocherexplosion war sehr verdächtig, zumal sie ihre Kinder an diesem Tag zu Verwandten geschickt hatte, was die Verdächtigungen noch verstärkte. Folglich ging das Gerücht um, dass die Frau etwas damit zu tun hatte. Einige Jahre später hatte der Ehemann einen Unfall, der ihn unfähig machte zu gehen. Nach einigen weiteren Jahren starb ihr 2. Sohn, der Anfang 20 war, bei einem Verkehrsunfall. Die Frau erzählte ihren Freundinnen, dass jedes Mal, wenn sie ihre Schwiegermutter in ihren Träumen sah, am nächsten Tag etwas Schlimmes passierte, was als Aberglaube abgetan wurde. Einige Jahre später hatte sie erneut einen Traum von ihrer Schwiegermutter und teilte ihn mit ihren Freundinnen, wobei sie ihre Angst ausdrückte, dass wieder etwas Schlimmes passieren würde. Alle sagten, sie sei nur paranoid, aber am nächsten Tag starb ihr Ehemann. Folglich riet man ihnen, die Wohnung so schnell wie möglich zu verlassen, was sie auch taten. Nachdem sie ausgezogen waren, zogen viele Familien in dieses Haus, aber alle verließen es innerhalb einer Woche oder eines Monats, da sie alle berichteten, sich unwohl zu fühlen, schlechte Träume zu haben und das Gefühl zu haben, beobachtet zu werden. Einige rannten weg, nachdem sie die Geschichte gehört hatten, während andere sich darüber beschwerten, dass etwas nicht stimmte. Das war in jenen Tagen ziemlich wild und wir Kinder hatten Angst, wenn unsere Älteren drohten, uns dort zu lassen, wenn wir unser Essen nicht aufaßen. Soweit ich mich erinnern kann, blieb das Haus viele Jahre leer. Wir Kinder nannten es das Spukhaus. Zurück zu meiner Geschichte. Es war 19 Uhr und alle waren wegen der Kälte in ihren Häusern, sodass absolut niemand auf der Straße war. Da mein Bruder und ich für die Veranstaltung bereit waren, gingen wir in den Garten. Mein Bruder spielte mit einem Fußball, als er ihn über den Zaun kickte und hinauslief, um ihn zu fangen, bevor er dem Spukhaus zu nahe kam. Als ich sah, wie mein Bruder hinauslief, rannte ich ihm voraus, um den Ball zuerst zu fangen. In dem Moment, als ich den Fußball fing, sah ich meinen Bruder auf das Dach des Spukhauses schauen. Meine Augen folgten seiner Blickrichtung und wir sahen beide eine riesige Kugel, die aus brennenden Zweigen zu bestehen schien, wie die, die man sieht, wenn man einen Grasstapel anzündet. Die Feuerkugel erlosch, als sie hinter dem Spukhaus verschwand. Das alles passierte in einer Sekunde. Wir sahen uns entsetzt an, ließen den Ball dort und rannten schreiend zu unserem Haus zurück. Wir sprachen nie darüber bis vor kurzem, als mein Bruder behauptete, wir hätten es uns vielleicht eingebildet. Am nächsten Morgen spielte ich auf der Straße mit meinem Nachbarn, als plötzlich die Mutter meines Nachbarn meine Mutter rief, weil jemand auf ihrem Festnetz angerufen hatte, da unser Festnetz nicht funktionierte. In dem Moment, als ich das Wort Anruf hörte, war mein erster Gedanke, dass Nanu, mein Großvater mütterlicherseits, gestorben sei. Als ich nach dem Spielen nach Hause kam, erfuhr ich, dass Nanu tatsächlich gestorben war. Ich habe das nie jemandem erzählt, aber ich hörte von meinem Mamu, meinen Onkeln mütterlicherseits, dass Nanu vor seinem Tod so gehandelt hatte, als wüsste er, dass er bald sterben würde. Er traf alle notwendigen Vorkehrungen, regelte viele rechtliche Angelegenheiten und eilte, um die Felder zu ernten, was allen seltsam vorkam, als ob er es eilig hätte.
Aber nachdem ich von dieser alten Frau gehört hatte, frage ich mich manchmal, ob die Feuerkugel, die mein Bruder und ich gesehen haben, tatsächlich mein Nanu war, der uns vor seinem Tod besuchte. Oder ob es vielleicht nur eine gemeinsame Einbildung war, wie mein Bruder behauptet. Kratzer. Mein Geburtstag ist am 21. Oktober und ich bin absolut besessen von Horror- und Halloween-Dingen. Das ist fast 11 Jahre her und ich habe viel Zeit damit verbracht, es zu vergessen, daher ist die Erinnerung etwas verschwommen. An jedem Geburtstag, solange ich mich erinnern kann, habe ich ein Halloween-Thema gemacht. Als ich jünger war, veranstaltete ich Übernachtungspartys und wir schauten gruselige Filme. Zu meinem 13. Geburtstag machten wir natürlich dasselbe. Wir schauten uns an diesem Abend ein paar Filme an, aber der Hauptfilm war Der Exorzismus von Emily Rose. Eine kurze Anmerkung. Meine Tante lebte zu dieser Zeit bei uns. Den ganzen Abend über sagte sie seltsame Dinge. Ich erinnere mich nicht einmal mehr genau was, aber Dinge wie solche Sachen machen zieht nur schlechte Aufmerksamkeit an. Aber die meiste Nacht verlief ereignislos. Gegen 1 Uhr morgens begannen wir den Exorzismusfilm. Während einer spannenden Szene, für diejenigen, die ihn gesehen haben, es war die Szene, in der sie ihr Wohnheim verlässt und nach draußen schaut, begann mein Hund, der in einem anderen Raum war, zu heulen. Er hatte noch nie in seinem Leben vorher oder nachher geheult. Ein wenig später kam meine Tante nach oben. Sie sagte nicht viel, blieb aber eine Weile. Als es gegen Ende des Films wieder spannend wurde, sprang meine Tante ohne ein Wort auf und genau in dem Moment, als ihre Füße den Boden berührten, fiel der Strom aus, aber nur im Wohnzimmer und in meinem Schlafzimmer. Das war nicht einmal zu alarmierend, weil das ziemlich oft passierte, aber normalerweise nicht nachts. Ich weiß nur, dass mein Schlafzimmer ausfiel, weil mein Wecker durcheinander war. Meine Tante stellte den Sicherungskasten zurück und alles war in Ordnung, aber wir beendeten den Film nicht. Wir schauten SpongeBob und schliefen alle ein. Am nächsten Tag gingen 2 meiner Freunde sehr früh. Wir wollten zum See fahren, aber sie gingen, bevor wir wirklich darüber sprechen konnten. Mein bester Freund blieb das ganze Wochenende. Es passierte nichts weiter, aber das Haus fühlte sich den ganzen Tag über schwer an. Etwa 3 Wochen vergingen und es passierte nichts. Irgendwann begann ich jedoch, schreckliche Träume zu haben, besonders von einer bestimmten Sache. Es war eine Frau, sehr groß, in einem halbwegs einfachen Kleid. Ich konnte die Linien in ihren Gesichtszügen erkennen, aber es war ein Schatten, wie ein 3D-Schatten. Ich träumte Dinge, wie durch einen Wald zu rennen oder einen Hügel hinunterzufallen, und sie beobachtete mich immer. Ich wachte mit Kratzern auf, die eindeutig selbst zugefügt waren. Sie wurden jede Nacht tiefer. Wir probierten alles aus. Ich schnitt mir jeden Abend die Nägel so kurz wie möglich. Wir klebten mir Handschuhe an. Meine Mutter schlief bei mir. Irgendwann waren die Kratzer an meinem Hals und die Schule stellte Fragen. Wir bekamen sogar Besuch von der Kinderschutzbehörde, die fragte, ob ich sicher sei. Meine Mutter war bei mir und wir erzählten ihnen die Wahrheit über meine Träume. Sie steckten mich in Therapie. Das ging etwa 8 Monate so weiter. Mein Bruder hatte auch schreckliche Albträume, aber nichts Spezifisches, nur sehr oft. Schließlich zogen wir um. Wirklich, ich ging eines Nachts normal ins Bett und als ich aufwachte, hatte meine Mutter alle Sachen von meinem Bruder und mir gepackt. Wir gingen nach der Schule zu meiner Großmutter und kehrten nie wieder in dieses Haus zurück. Meine Mutter zog einige Wochen später um. Es dauerte etwa 2 Monate, bis wir ein neues Haus fanden. Die Träume hörten sofort auf und die Kratzer verschwanden innerhalb weniger Wochen. Seitdem habe ich keine Probleme mehr gehabt, außer dass ich schreckliche Schlaflosigkeit und Angstzustände habe, die um diese Zeit begannen. Wir hatten noch einen weiteren Besuch von der Kinderschutzbehörde nach dem Umzug und ich ging noch einige Monate zur Therapie. Ich denke, sie haben es auf extreme Angstzustände zurückgeführt, obwohl wir nie eine Ursache finden konnten. Mein Mann und ich sind kürzlich in eine Wohnung gezogen, die nur ein paar Blocks von diesem Haus entfernt ist. Innerhalb von 3 Wochen nach dem Umzug begann ich, mich wieder zu kratzen, obwohl ich nicht von ihr träumte. Wir hatten einen monatlichen Mietvertrag, also blieben wir nur 2 Monate dort und zogen dann aus. Letzte Woche sprach ich mit meiner Mutter darüber und sie erzählte mir, dass der Grund, warum sie uns damals so plötzlich zu meiner Großmutter brachte, war, dass sie eines Abends im Wohnzimmer saß, nachdem sie uns ins Bett gebracht hatte. Sie beobachtete eine große, schattenhafte Frau, die durch den Flur ging, in das Zimmer meines Bruders schaute und dann in mein Zimmer ging. Meine Mutter folgte ihr und als sie in mein Zimmer kam, hörte sie: »Du hast sie schon verloren.
Sie machte alle Lichter an und begann zu packen. Es ist ein ziemlich langweiliges Ende, aber ich habe in letzter Zeit viel darüber nachgedacht. Könnte das nur Angst gewesen sein, oder war es echt? Ich habe nie etwas anderes erlebt, was ich als übernatürlich betrachten würde. Meine Erlebnisse. Ich bin ein 23-jähriger Mann und habe über paranormale Begegnungen nachgedacht, die ich in meiner Kindheit erlebt habe. Ich möchte meine Erfahrungen mit anderen teilen. Als ich 7 Jahre alt war, kaufte meine Familie ein Haus im südzentralen Pennsylvania. Das Haus war brandneu und wurde 2007 von Ryan Holmes in einer Neubausiedlung gebaut. So glücklich ich auch war, kann ich ohne Schuldgefühle sagen, dass ich dieses Haus nicht mochte und es immer noch nicht mag. Ich bin froh, dass ich dort nicht mehr wohne. Während meiner Kindheit hatte ich oft das Gefühl, aus der Ferne beobachtet zu werden. Es war immer sehr unangenehm für mich und ich fühlte mich ständig gezwungen, mich in mein Schlafzimmer zurückzuziehen. Es fühlte sich immer so an, als würde ich den Raum von jemand anderem oder etwas anderem betreten. Mit 12 Jahren war ich ziemlich überzeugt, dass etwas anderes das Haus bewohnte. Etwas, das ich als feindlich interpretierte. Ich versuchte mir einzureden, dass alles nur in meinem Kopf war. Ich hatte Angst vor der Dunkelheit und war mir bewusst, wie dies meine Wahrnehmung dieser paranormalen Erfahrungen beeinflussen könnte. Aber die innere Debatte darüber, ob etwas im Haus war, ging weiter. Neben dem Gefühl, beobachtet zu werden, gab es verschiedene paranormale Erlebnisse, die ich nun beschreiben werde. Ich werde nur ein paar davon für die Zeitersparnis beschreiben. Mein Vater war beim Militär und oft für lange Zeiträume stationiert. Er war die meiste Zeit meiner Kindheit abwesend. Er kam gelegentlich für ein paar Monate bis zu einem Jahr nach Hause, bevor er wieder ging. Als ich in der 8. Klasse war, war er kurzzeitig zu Hause. Ich hatte meine Freunde aus der Nachbarschaft zu einer Übernachtung eingeladen. Wir waren zu dritt. Wir schliefen im Wohnzimmer und natürlich war es mitten in der Nacht und ich war der Einzige, der wach war. Ich lag auf dem Boden, am nächsten zur Küche. Ich starrte in die dunkle Küche, als ich plötzlich langsame und schwere Schritte im Flur hörte. Allein das Schreiben darüber lässt mich schaudern. Zuerst dachte ich, es wäre mein Vater, aber dann bemerkte ich, dass die Schritte ungewöhnlich langsam und schwer waren. Ich erwartete, seine Silhouette zu sehen, als das Mondlicht gerade genug Licht in die Küche warf, um Gegenstände erkennen zu können. Als die Schritte den dunklen Flur verließen und in die mondbeschienene Küche traten, hörte ich plötzlich auf zu atmen. Ich war völlig schockiert. Ich konnte die Schritte hören, aber keine Silhouette sehen. Sie kamen langsam auf mich zu und ich lag einfach da, völlig erstarrt vor Angst. Die Schritte kamen näher und hielten etwa 8 Fuß von mir entfernt an. Sie standen direkt vor mir. Ich lag mehrere Minuten da und wartete, aber die Schritte setzten sich nicht fort. Schließlich fasste ich den Mut und weckte meine Freunde in Panik auf. Das nächste Ereignis war der endgültige Beweis für mich, dass das, was ich erlebte, zumindest greifbar war. Ich war etwa 15 Jahre alt. Es war ein heller und wunderschöner Sommertag und ich war allein zu Hause mit meinem Hund. Ich könnte Ihnen nicht sagen, was ich an diesem Tag trug, was ich aß oder mit wem ich sprach, aber ich kann Ihnen das Folgende erzählen. Ich trat aus meinem Schlafzimmer im 2. Stock und ging zu den Treppen, die in die Eingangshalle führten. Ich sah hinunter und sah meinen Hund friedlich an der Haustür ruhen. Ich begann die Treppe hinunterzugehen und bemerkte sofort, dass der Raum um mich herum schwer war. Es fühlte sich an, als hätte jemand Ventilatoren gegen die Fenster gestellt und sie so ausgerichtet, dass sie Luft ins Haus bliesen. Es war auch sehr still. Sehr still. Aber es fiel mir nicht ein, dass dies etwas Paranormales sein könnte. Tatsächlich fühlte ich mich sehr entspannt. So wie beim Meditieren. Ich ging die Treppe hinunter und beschloss, mich auf den Boden zu legen und meinen Hund zu kuscheln. Sie war nicht sehr kuschelig, also war es nicht ungewöhnlich, dass sie sich nach einer Minute oder so von mir entfernte. Natürlich wollte ich länger mit ihr kuscheln und zog sie wieder auf den Boden, aber es lag nicht an mir, dass sie sich wegzog. Nachdem ich sie 2 weitere Male zurückgezogen hatte, gab ich auf. Als ich auf dem Boden lag, drehte ich meinen Kopf, um sie anzusehen und bemerkte, dass sie den Flur hinunterstarrte mit aufgestellten Ohren. Sie schaute eindeutig etwas an. Ich setzte mich auf und schaute mit ihr den Flur hinunter. Plötzlich stand sie auf allen Vieren. Das Fell auf ihrem Rücken stellte sich auf, ebenso wie ihr Schwanz. Und dann fing sie an zu knurren. Das war extrem ungewöhnliches Verhalten für sie. Sie war ein Rettungshund und als Welpe schwer misshandelt worden und war nicht sehr laut.
Obwohl ich das in dem Moment merkwürdig fand, dachte ich, dass sie vielleicht auf irgendeinen Reiz überreagierte, den ich nicht hören oder sehen konnte. Vielleicht dachte sie, spielende Kinder draußen seien Eindringlinge im Haus. Vielleicht sah sie die Reflexion eines vorbeifahrenden Autos. Sie war ein sehr sensibler Hund und schon das Halten eines Lineals in der Hand hätte sie erschreckt, aber dann sah ich es. Diese schwarze, kreisförmige, schwebende Masse schoss über den Flur. Hätte ich geblinzelt, hätte ich es vielleicht nicht gesehen. Es war etwa so groß wie ein Strandball. Es war sehr dunkel. Es erschreckte mich nicht einmal zuerst. Natürlich war ich schockiert, aber in diesem Moment wurde mir klar, dass alles, was ich fühlte, real war. Ich formte die Worte, nein, das kann nicht sein, mit offenem Mund. Nicht nur sah ich es direkt an einem klaren und sonnigen Tag, mein Hund sah es auch. Ich habe diese Geschichte meiner Mutter viele Male erzählt. Sie sagte mir, dass ich ihr, als wir das erste Mal eingezogen sind, erzählte, dass ich eine schwarze Gestalt sah, die schnell am unteren Ende der Treppe hin und her huschte. Daran erinnere ich mich nicht mehr, aber basierend auf meinem Alter und der Bedeutung dieses Erlebnisses hoffe ich, dass es mir bald wieder einfällt. Anscheinend sagte ich ihr, dass mein Großvater nicht zuließ, dass es die Treppe hinaufkam. Ich erinnere mich, dass ich mehrmals nach oben in mein sicheres Schlafzimmer ging und nachdem ich die Tür hinter mir geschlossen hatte, mein Gesicht an die Tür hielt und so etwas sagte wie: Du kannst hier nicht rein. Das ist mein Raum. Du kannst hier nicht rein. Ich fühlte mich ein wenig albern, da ich leicht sehen konnte, wie das eine eingebildete Angst sein könnte, aber diese Schilderung soll nur ein Bild davon zeichnen, wie real das für mich war. Der Ziegenmann. Ich war mit meinen Freunden campen und wir spielten Fußball. Mit dabei waren Tanner, ein weißer Junge, 5 meiner Cousins und 4 ihrer Freunde. Insgesamt waren wir 5 Mädchen und 6 Jungen. Wir alle waren zwischen 15 und 17 Jahre alt und vertrieben uns einfach den Tag. Irgendwann gingen wir zurück zum Camp und holten Sachen für ein Lagerfeuer heraus, obwohl die Wohnwagen beide kleine Küchen hatten. Tanner sagte, dass das Grundstück seiner Familie an das meines Onkels grenzt. Er wollte nach Hause laufen und seinen Vater fragen, ob er mit uns campen darf. Mein Cousin Rooster sagte, er würde mit ihm gehen, da es bald dunkel werden würde. Ein Mädchen wollte auch mitkommen. Es war etwa 19 Uhr und begann schon ziemlich dunkel zu werden. Sie schnappen sich Taschenlampen und nehmen den Weg zu Tanners Grundstück. Der Rest von uns bleibt und wir machen Essen, Trinken und Knutschen. Etwa 30 oder 40 Minuten später riechen wir plötzlich wieder diesen Ozongeruch. Man konnte ihn deutlich über den Lagerfeuergeruch hinweg riechen. Ein wirklich ekelhafter, kupferner Geruch, wie nach einem Nasenbluten. Es roch nicht genau wie getrocknetes Blut, aber es war dieser metallische Geruch, der sich im hinteren Teil des Halses festsetzt. Wir dachten sofort, dass es ein elektrischer Fehler oder eine heiße Platte sein könnte. Wir durchsuchten die Wohnwagen, aber nichts war eingeschaltet, dennoch rochen wir es alle. Plötzlich hören wir Leute den Weg zu uns herunterrennen. Rooster, Tanner und das Mädchen kommen außer Atem auf die Lichtung gerannt. Sie laufen direkt in den Wohnwagen, vorbei am Feuer. Wir alle rennen hinterher in die Wohnwagen. Sie beruhigen sich langsam. Sogar Rooster weint mittlerweile. Währenddessen flackert das Feuer immer weiter herunter, also sagen meine anderen Cousins, dass sie den Generator aus dem Schuppen zwischen den Wohnwagen holen wollen. Tanner sagt: Nein, verriegelt die Tür, niemand geht mehr raus. Er weinte auch, seine Augen waren gerötet und geschwollen und seine Hosen waren schmutzig. Er erzählt uns, dass sie zu seinem Haus gegangen waren. Sein Vater sagte, dass er campen gehen darf, aber dass sie vorsichtig seien und vielleicht eines der Jagdgewehre mitnehmen sollten, nur für den Fall. Anscheinend hatte Tanner vor ein paar Tagen etwas in ihrem Garten gesehen. Ein Schwein war zerrissen und halb aufgefressen worden. Sie dachten, es seien große Katzen oder Kojoten, obwohl diese normalerweise keine lebenden Tiere angreifen. Tanner ging nach oben, packte seine Sachen und sagte seinem Vater, dass sie ohne das Gewehr auskommen würden, weil Kojoten Menschen meiden. Dann machten sie sich auf den Rückweg zu unserem Camp. Rooster hörte schließlich auf zu weinen und zu zittern, das Mädchen auch, aber sie starrte nur noch dumm aus dem Fenster. Er sagte, sie seien auf halbem Weg durch den Wald, als sie Geräusche hörten. Es war fast stockdunkel, also waren sie sich zuerst nicht sicher, was es war. Das Mädchen sagte, sie habe etwas im Gebüsch neben dem Weg gehört. Sie leuchteten mit ihren Taschenlampen hinüber und sahen jemanden in einer kleinen Mulde stehen.
Rooster rief ihm zu, dass er ihnen Angst mache und was für ein Idiot er sei. Dann bemerkte er, dass der Typ von ihnen abgewandt stand. Sie gingen weiter und der Kupfergeruch wurde stärker. Sie sahen auf der anderen Seite des Waldes einen weiteren Typen stehen, wieder mit dem Rücken zu ihnen, diesmal etwas näher am Weg. Jetzt begannen sie schneller zu gehen und Tanner sagte immer wieder, er hätte das Gewehr nehmen sollen. Während sie die Geschichte erzählen, ist der Geruch immer noch stark, selbst im Wohnwagen. Sie sagten, dass, nachdem sie schneller gegangen waren, ein leises Gemurmel aus beiden Richtungen des Waldes begann. Als sie das Licht von unserem Lagerfeuer sehen konnten, kam etwas etwa 40 Meter hinter ihnen aus dem Wald auf den Weg. Dann rannten sie so schnell sie konnten zum Wohnwagen. Wir dachten zuerst, dass es Rednecks seien, die uns Angst einjagen wollten. Plötzlich beginnt mein anderer Cousin, Junior, von einem Goatman zu reden, von dem ein indianischer Junge in seiner Schule erzählt hatte. Wir sagten ihm sofort, er solle still sein, weil wir keine gruseligen Geschichten brauchten. Aber er redet weiter über den Goatman, wie er in unseren Wäldern lebt und uns erschrecken will. Zu dieser Zeit hatte ich noch nie von diesem Goatman gehört. Aber ein paar Jahre später, bevor ich mein Studium beendete, hatte ich einen Menomine als Mitbewohner und fragte ihn danach. Zusammengefasst ist der Goatman ein Mann mit einem Ziegenkopf, der seine Gestalt ändern und unter Gruppen von Menschen Unheil stiften kann. Es ist ähnlich wie der Wendigo. Es bringt schlechtes Mojo, überhaupt darüber zu reden oder ihn zu sehen. Ich wusste das alles nicht, als ich 16 war. Mein Cousin sagte weiter, der Goatman würde uns holen. Die Mädchen waren alle verängstigt und meine Cousins und ich versuchten herauszufinden, ob es nur Rednecks oder ein Tier war. Plötzlich verschwand der Geruch. Bis heute habe ich nie etwas Ähnliches erlebt. Normalerweise verblassen Gerüche, aber dieser war plötzlich einfach weg. Eine Stunde später, gegen 21 oder 22 Uhr, gingen wir nach draußen und entfachten das Feuer wieder. Wir dachten, es seien nur ein paar Idioten, die uns erschrecken wollten, also blieben wir und gingen nicht nach Hause. Wir dachten, wenn wir das täten, würden sie uns durch den Wald jagen. Nichts Seltsames passierte mehr in dieser Nacht. Wir blieben noch eine Nacht und auch da passierte fast nichts. Aber gegen 1 Uhr morgens, als wir draußen tranken und Gruselgeschichten erzählten, kam der Geruch wieder. Er war so stark, dass eines der Mädchen sich übergeben musste. Ich stand auf und man konnte spüren, wie klamm die Luft war. Ich sagte, wir sollten reingehen und dass etwas nicht stimmte. Wir gingen alle zurück in den Wohnwagen und standen herum. Mein Cousin redete immer noch vom Goatman. Rooster versuchte ihn zum Schweigen zu bringen und ich hatte das Gefühl, dass etwas nicht stimmte, konnte aber nicht herausfinden, was es war. Wir blieben eine Weile drin. Der Geruch war immer noch stark und wir hatten Angst und kuschelten uns im Wohnwagen zusammen. Wir machten Würstchen für alle, weil niemand rausgehen wollte. Es war eine dieser Packungen mit 4 Würstchen. Wir hatten insgesamt 3 Packungen. Ich grillte sie auf dem Herd und gab jedem eines, dann nahm ich meins. Nach einer Weile stand einer meiner Cousins auf und ging zum Topf, um sich noch eines zu holen. Er begann zu murren, dass ich 2 Würstchen hätte und jeder andere nur eines und ich sah ihn an, als wäre er dumm. Ich sagte ihm, dass jeder nur eines bekommen hätte, weil es nur 12 Würstchen gab und dass er, wenn er mehr wolle, eine neue Packung öffnen und mehr kochen solle. In diesem Moment begann das Mädchen, das mit Rooster und Tanner draußen gewesen war, zu schreien. Sie weinte und zitterte und dann dämmerte es dem Cousin, der aufgestanden war, was nicht stimmte. Er und ich schauten uns im Raum um und mir wurde schlecht. Ich rannte aus dem Wohnwagen und das Mädchen rannte mit mir. Die Wohnwagentür schlug gegen die Seite des Trailers, während alle hinausrannten. Einer der Freunde meiner Cousins fragte, was los war. Ich begann zu zählen. Es waren nur 11 Leute da. Ich schwöre es, bestätigte mein Cousin. Es waren 12 Leute im Wohnwagen gewesen. Aber da sich nicht alle gut kannten, hatte niemand bemerkt, dass die ganze Zeit eine Person zu viel da war. Mir wurde klar, dass ich schon früher bemerkt hatte, dass etwas nicht stimmte. Ihr wisst, wie es ist, wenn man einfach Spaß hat und sich keine Gedanken über Kleinigkeiten macht. Ich bin mir sicher, dass jemand anderes im Wohnwagen war und mindestens einen Tag lang mit uns gegessen hat. Das Schlimmste daran ist, dass ich nicht herausfinden konnte, wer es war, weil ich glaube, dass niemand wirklich mit dem Goatman interagiert hat. Das Mädchen betete die ganze Zeit und wir saßen draußen. Schließlich nahmen wir große Stöcke und gingen zurück in den Wohnwagen, aber niemand war drin. Wir zählten wieder und es waren 11 Leute. Wir gingen zurück in den Wohnwagen und verriegelten die Tür. Wir erklärten, was passiert war,
Das Mädchen sagte, sie hätte es auch bemerkt und als sie etwas sagen wollte, habe die Person neben ihr ihr Bein gepackt, sich zu ihr gelehnt und etwas gesagt, das sie nicht verstehen konnte. Wir hatten furchtbare Angst und kuschelten uns zusammen, bis ich einschlief. Als ich aufwachte, ging gerade die Sonne auf und die Hälfte der Leute war wach und packte unsere Sachen zusammen. Wir wollten alle nach Hause laufen, aber 4 Leute wollten bleiben, bis die Sonne ganz aufgegangen war. Einige Leute dachten, wir würden nur herumalbern und wollten immer noch bei den Wohnwagen bleiben. Ich wollte nur aus dem Wald raus. Das Mädchen, das der Goatman berührt hatte, hieß Kira. Ich fragte sie, ob sie wirklich glaube, dass es etwas Schlimmes sei, und sie sagte, sie wolle einfach nach Hause und nicht noch eine Nacht allein im Wald verbringen. Wir entschieden uns also zu trennen. Die 4, die gehen wollten, gingen, aber ich musste bleiben, weil ich die Schlüssel zum Wohnwagen hatte und es das meines Onkels war und ich abschließen musste. Ich war super genervt, weil ich das Gefühl hatte, dass die Leute es nicht ernst nahmen. Ich wollte definitiv nicht noch eine Nacht im Wald bleiben. Den Rest des Tages verbrachte ich damit, die anderen Leute, jetzt 4 Mädchen und 4 Jungs, zu überzeugen, dass wir weg mussten. Tana ging mit ihnen, um ein Gewehr zu holen und sagte, er käme zurück. Also waren nur noch 7 von uns um 16 Uhr da. Um 17 Uhr war er immer noch nicht zurück. Wir wurden extrem nervös und der einzige Grund, warum ich aufhörte zu betteln, dass wir packen und gehen sollten, war, dass er ein Gewehr holen wollte. Gegen 18 Uhr drehte das Mädchen, das mit Rooster im Wald gewesen war, wieder durch. Sie begann zu sagen, ich hätte das nicht tun sollen, wir hätten gehen sollen. Wir fragten sie, was sie meinte. Sie sagte, sie dachte, der Goatman sei nur eine Geschichte und dass sie uns nur erschrecken wollten, als sie zum Wohnwagen zurückging. Und dass sie seine Hand gehalten habe, während sie zum Wohnwagen zurückging und dass es sich zu sehr wie eine menschliche Hand angefühlt habe, um etwas anderes zu sein. Ich verlor langsam die Beherrschung. Ich fragte sie, wie lange sie glaube, dass er im Wohnwagen gewesen sei, und sie sagte seit der ersten Nacht, weil er in der Ecke auf einigen Taschen geschlafen habe, als sie zurück zum Wohnwagen ging, und dass er ihr Bein berührt habe. Sie sagte, dass er sie erst berührt habe, als am Morgen alles schief ging, also fragte ich, du kannst mit dem Goatman reden. Sie fing wieder an zu weinen und zu zittern. Rooster und die Cousins schauten sich im Raum um und versuchten herauszufinden, was zu tun war. Der Typ von früher, der den Wohnwagen überprüft hatte, als wir zurückgegangen waren, sagte, ich bleibe nicht hier, wir müssen gehen. Wir machten uns alle bereit zu gehen und die Mädchen packten ihre Sachen. Wir zählten nochmal und es waren immer noch nur 11 Leute, also dachten wir könnten losgehen. Wir verließen den Wohnwagen und gingen zurück in Richtung der Wege. Die Mädchen wollten vorne sein, also versuchte einer der Jungs ihnen zu sagen, dass er zuerst gehen sollte, weil er der Älteste war. Wir dachten uns nichts dabei, aber Tanner war immer noch nicht zurück. Wir mussten weitergehen. Wir liefen in Richtung der Straße und dachten, Tanner sei einfach vorausgegangen und nach Hause gegangen. Wir erreichten die Straße und nichts anderes passierte. Wir schauten uns an und bemerkten, dass Tanner nicht bei uns war. Und wir waren wieder 11 Leute. Jetzt gingen wir endlich nach Hause und wir mussten eine Holzbrücke überqueren, etwa 20 Meter vom Weg entfernt. Wir blickten zurück und da stand jemand auf der anderen Seite der Brücke. Rooster drehte sich um und rannte zurück zum Wohnwagen. Er rannte einfach los und wir alle rannten in verschiedene Richtungen. Wir hörten auf und sahen uns in der Gegend um, wo wir kampierten, und da war niemand. Tana kam nie zurück. Das Schlimmste daran ist, dass wir uns nicht erinnern konnten, ob er überhaupt da war, also wissen wir nicht, ob wir ihn zurückgelassen haben oder ob der Goatman ihn getötet hat. Aber bis heute riechen wir manchmal diesen Geruch. Wenn wir darüber reden, kommt er einfach zurück. Ein echtes Monster. Meine Mutter war alleinerziehend mit 3 Kindern in den frühen 2000er Jahren und begann Dates zu haben, als ich etwa 6 Jahre alt war. Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich ihn traf. Er machte mich unbehaglich, aber meine Mutter tat es ab, weil ich ein schüchternes Kind war. Sie hatte ihn gründlich gegoogelt und stieß auf einen Gerichtsfall. Es stellte sich heraus, dass er in den frühen 80er Jahren wegen Mordes verurteilt worden war. Ich weiß nicht wie, aber er überzeugte sie, dass es ein Fehler war. Er hatte einen sehr generischen Namen, also glaubte sie ihm wohl. Wir wurden von ihm großgezogen, nannten ihn Papa und baten ihn sogar, uns zu adoptieren. Zuerst war er ein guter Vater. Aber als ich 12 wurde, begann es seltsam zu werden.
Plötzlich durfte ich keine Übernachtungen mehr haben, durfte meine eigenen Haarschnitte nicht mehr wählen und kein Fernsehen mehr schauen. Es eskalierte zu Vorhängeschlössern am Kühlschrank und an der Speisekammer. Ich musste um Erlaubnis bitten, Wasser zu trinken und durfte nach 20 Uhr nicht mehr in die Küche. Er war ein Meister der Manipulation, also dachten wir alle, es sei zwar unangenehm, aber normale Bestrafung, obwohl wir nichts getan hatten, um sie zu verdienen. Ich verlor wochenlang meine Zimmertür wegen dummer Dinge wie dem Vergessen, nach dem Abendessen abzuspülen. Einmal, als ich 16 war, wollte ich nicht zu einem Fußballspiel meines Bruders gehen, um zu lernen, und er geriet in blinde Wut. Das war das erste Mal, dass ich wirklich Angst vor ihm hatte. Er war ein großer Mann, wahrscheinlich viermal so schwer wie ich. Das war das erste Mal, dass seine Maske vor mir völlig fiel. Als ich 18 wurde, begann er sich merkwürdig und unheimlich mir gegenüber zu verhalten. Eines Nachts kam er in mein Zimmer und legte sich zu mir ins Bett und sagte, er liebe mich. Ich war so müde, dass ich nicht einmal darüber nachdenken konnte, wie unheimlich das war, bis viel später. Ich schob ihn aus meinem Zimmer und ging zurück ins Bett. Am nächsten Tag, als meine Familie und ich weg waren, verwüstete er ohne Grund das Zimmer meiner Schwester. Sie war damals erst 11 und sehr aufgebracht. Er zeigte ihr den Mittelfinger und meine Mutter verlor schließlich die Geduld und sagte ihm, er solle seine Sachen packen. Er zog eine Waffe und schwenkte sie vor meinem Gesicht, bevor er mit dem Auto davonfuhr. Wir riefen die Polizei und nach einer fast eskalierten Situation wurde er verhaftet. Wir erfuhren, dass er ein Mörder war, als seine Kaution auf eine Viertelmillion Dollar festgesetzt wurde. Er versuchte erneut, meine Mutter zu belügen, aber diesmal funktionierte es nicht. Ich recherchierte den Fall und es war viel schlimmer als nur ein Mord. Er hatte jemanden mit einem Metallrohr zu Tode geprügelt, spät in der Nacht in einem stark besuchten Park. Ich kannte diesen Mann nicht. Nicht wirklich. Meine Mutter auch nicht. Nicht wirklich. Er kam gegen Kaution frei und versuchte, zum Haus zurückzukehren. Ich war allein zu Hause und wusste nicht, dass meine Geschwister die Tür nicht abgeschlossen hatten, als sie für den Tag gingen. Ich kochte Nudeln, bevor ich zur Arbeit ging, als ich die Haustür öffnen hörte. Ich lugte zur Tür und mein Blut gefror, als ich ihn dort stehen sah. Er sagte etwas zu mir, aber ich erinnere mich nicht mehr daran. Ich rannte ins Badezimmer und schloss die Tür ab, ohne den Herd auszuschalten. Ich drückte mich gegen die Badezimmertür und rief meine Mutter an, während er an die Tür klopfte und fragte, warum ich ihn nicht liebte. Ich hatte solche Angst, dass ich fast einen Asthmaanfall bekam. Ein Familienfreund kam vorbei und holte mich ab. Als sie ins Haus kamen, war er nicht mehr da. Das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe, im Jahr 2017. Er hatte mich und meine Geschwister 13 Jahre lang aufgezogen. Er war das Nächste, was ich je an einem normalen Vater hatte, was angesichts der Umstände irgendwie traurig ist, wenn ich zu viel darüber nachdenke. Ich mache mir Sorgen, dass ich wieder in eine ähnliche toxische und manipulative Beziehung gerate. Das war schließlich das, was ich in meiner Kindheit kannte. Vielleicht ist das der Grund, warum ich jetzt Menschen auf Abstand halte. Der Grund, warum ich kürzlich daran dachte, ist, dass ein True Crime TikToker tatsächlich die Geschichte über den Mann, den er damals ermordet hatte, behandelte und ich zufällig darauf stieß. Eine seiner Töchter kommentierte sogar den Beitrag und gab mehr Details darüber, wie es war, mit ihm aufzuwachsen. Es war merkwürdig zu denken, dass viele meiner Altersgenossen 2 und 2 hätten zusammenzählen können, wenn sie das TikTok gesehen hätten. Ich weiß, dass ich in all dem ein Opfer bin, aber ich konnte nicht anders als Scham zu empfinden, dass ich mit diesem Mann und seinen Gräueltaten in Verbindung gebracht wurde. Ich könnte das mit dem typischen "Lass uns nie wieder treffen" beenden, aber ich weiß, dass wir es nicht werden, weil er gestorben ist. Ich ging nicht zur Beerdigung. Fast niemand tat es. Meine Mutter sagte mir, dass nicht einmal seine Eltern dort waren. Das Letzte, was ich sagen möchte, ist, bitte gebt meiner Mutter keine Schuld. Sie wurde manipuliert und glaubte, er sei ein guter Mann und wir haben uns in dieser Angelegenheit mit ihr versöhnt. Viele der Dinge, die ich in meiner Kindheit erwähnt habe, wusste sie nicht, bis er bereits tot war. Vision. Als ich in meinen Vor-Teenager-Jahren war, begann ich von Dingen zu träumen, die später im realen Leben passieren würden. Es waren normalerweise banale Dinge, wie die Reihenfolge und Farben von Autos an einer Kreuzung, neue Werbetafeln an der Hauptstraße oder Sätze, die später in der Woche gesprochen wurden. Sehr gewöhnliche Dinge, die nach einem Jahr oder so mindestens einmal im Monat vorkamen. Ich ignorierte sie weitgehend und akzeptierte sie als gewöhnliche Vorkommnisse, die viele Menschen erleben.
Mit 14 oder 15 Jahren begann ich, extrem lebhafte Träume zu haben, in denen ich mich selbst oder jemanden, den ich kannte, in keiner Weise wiedererkannte. Manche dieser Träume schienen Jahre zu dauern, abhängig davon, wie lange ich schlief. In diesen Träumen hatte ich einen anderen Namen, sah anders aus, hatte eine andere Geschichte und andere Hobbys. Diese Träume waren so lebhaft und oft so überzeugend, dass ich, wenn ich aufwachte, verwirrt war, wer ich war, bevor ich aus dem Bett aufstand. Ich las, dass diese Art von Träumen auch ziemlich häufig sind und dass ich mich nicht allzu sehr erschrecken sollte, wenn sie schlecht wurden, was sie schließlich taten. Einige dieser Träume waren so schrecklich, dass ich sie nicht einmal ansprechen kann, andere waren weniger schrecklich, aber emotional verheerend. Einmal war ich ein Mann, dessen Kleinkind vor seinen Augen von einem Minivan überfahren wurde. Ein anderes Mal war ich ein Mädchen, das bei einem Unfall dauerhaft behindert wurde und ihren geliebten Sport nicht mehr ausüben konnte. Nach einer Weile gewöhnte ich mich an diese Träume und begann mich sogar darauf zu freuen. Als ich 16 war, hatte ich immer noch beide Arten von Träumen. Eines Tages blieb ich länger wach als gewöhnlich und als ich einschlief, hatte ich einen dieser schrecklichen Träume. In diesem Traum war ich ein Mädchen in ihren späten Teenagerjahren oder frühen 20ern, das einen sehr unbequemen BH trug. Der Traum begann damit, dass sie auf der Ladefläche eines Trucks fuhr und freundlichen Smalltalk mit einem Typen machte, den sie nicht gut kannte. Beide flirteten leicht. Er bog falsch ab. Sie lehnte sich vor und sagte ihm, dass er geradeaus hätte fahren sollen. Er antwortete: "Ich hole meinen Freund ab, weißt du noch? Ich dachte, ich hätte es dir gesagt." Sie war sich ziemlich sicher, dass er es nicht gesagt hatte, wollte aber nicht komisch wirken, also ignorierte sie es. Er fuhr immer weiter aufs Land hinaus und ihr Magengefühl protestierte immer stärker. Sie wischte sich ständig den Schweiß von den Händen, aber es gab keinen Ort, wohin sie gehen konnte, wenn sie aus dem Auto stieg. Schließlich fuhren sie in die Auffahrt eines prächtigen Herrenhauses und beide stiegen aus dem Auto. Zu diesem Zeitpunkt war ihr übel vor Angst und ihre Beine zitterten bis zu den Oberschenkeln. Der Typ war immer noch munter und sie versuchte, eine Fassade aufrechtzuerhalten, aber es war offensichtlich, dass etwas nicht stimmte. Der Typ sagte nichts dazu und ging mit ihr zur Tür und klingelte. Die Tür wurde von einem durchschnittlich großen, durchschnittlich schweren Typen mit orangefarbenen Sommersprossen im Gesicht und auf der Brust und kurzen, ebenfalls orangefarbenen Haaren geöffnet, der nichts weiter als ein Handtuch um die Taille trug. Er sah ein wenig überrascht aus über das Eintreffen des Mädchens und des anderen Typen, lud sie aber ins Haus ein, gab ihnen Getränke und ließ sie im Wohnzimmer warten, während er sich fertig anzog. Ich erinnere mich nicht genau an den Übergang vom Warten auf der Couch zu den endlosen Übergriffen, aber der Rest des Traums war so wahnsinnig verstörend, dass ich ihn nicht aufschreiben könnte, selbst wenn ich es wollte. Wenn Sie sich irgendeine nicht völlig absurde Form von Übergriff und sexueller Gewalt vorstellen können, die von ein oder zwei Tätern an einer Frau verübt werden könnte, ist es wahrscheinlich in diesem Zeitraum von etwas mehr als einer Woche im Traum passiert. Es war so lebhaft, dass ich, als ich aufwachte, schockiert war, dass ich kein Blut im Mund schmeckte und dass ich in Ordnung war. Es dauerte viel länger als gewöhnlich, um in mein normales Leben zurückzufinden. Ich verließ an diesem Tag nicht das Haus und humpelte ohne es zu merken mit dem rechten Bein, wenn ich nicht auf meinen Gang achtete. Ich hatte den Traum noch zweimal nach dem ersten Mal und meine Reaktion darauf wurde nicht besser. Es war brutal, aber ich schrieb es einfach ab und grübelte nicht länger darüber nach, als es dauerte, um in das normale Leben zurückzukehren. Beim dritten Mal sagte ich mir, dass ich zu einem Schlaftherapeuten gehen würde, wenn der Traum noch einmal passieren würde, und das tat er nicht. Etwa 1,5 Jahre nach dem letzten Mal, als ich davon geträumt hatte, gab es eine große Saisonabschlussfeier etwa 20 Minuten außerhalb der Stadt, zu der viele Leute, die ich kannte, gingen. Ich machte Pläne und am Abend der Party saß ich auf dem Rücksitz eines Trucks, der von einem Freund eines Freundes gefahren wurde, den ich schon ein paar Mal getroffen und einmal mit ihm rumgehangen hatte. Er schien ziemlich beliebt zu sein und war eine lustige Person, also fühlte ich mich nicht seltsam dabei, allein mit ihm in seinem Truck zu sein, obwohl er darauf bestand, dass ich hinten saß, weil er nicht wollte, dass die Polizei uns anhält, wenn sie mich sehen und vermuten, dass ich minderjährig bin. Wir unterhielten uns über ziemlich triviale Dinge und ich zupfte ständig an einem BH, den ich eigentlich schon hätte wegwerfen sollen. Zu diesem Zeitpunkt begann ich mich seltsam zu fühlen, ähnlich wie das Gefühl, wenn man weiß, dass man etwas vergessen hat, aber nicht weiß, was es ist. Ich begann, sichtbar zu runzeln, und obwohl er mich immer wieder im Rückspiegel ansah, um das Gespräch fortzusetzen und es hell genug war, um mich zu sehen, sagte er nichts. 5 Minuten später bog er falsch ab, genau an der gleichen Stelle wie in meinem Traum.
Ich war fast überwältigt von Déjà-vu und Panik und es dauerte einen Moment, bis ich mich erholte, mich vorbeugte und in einer etwas verärgerten Stimme sagte: Hey, du hättest gerade ausfahren sollen. Ich hole meinen Freund ab, weißt du noch? Ich dachte, ich hätte es dir gesagt. Ich hätte fast vor Angst in die Hose gemacht und die Sohle meines rechten Fußes begann tatsächlich zu schmerzen. Ich wusste, dass er mir nicht gesagt hatte, dass er einen Freund abholen würde und sagte ihm das auch. Er entschuldigte sich und sagte, er hätte es wohl vergessen. Ich hätte mich gerne aus dem Auto geworfen, aber es war ein Zweitürer und beide Türen waren vorne. Er redete weiter und ich versuchte, zum Gespräch beizutragen. Wir fuhren immer weiter hinaus, die Häuser wurden größer und weniger und ich sagte mir, dass ich, sobald ich ein Auto sehe, nach vorne schießen, das Lenkrad hart nach rechts reißen und uns in den Graben fahren würde. Ich würde sagen, ich hätte einen Hund vor dem Auto gesehen und das Rückfenster einschlagen und herauskriechen. Gleichzeitig versuchte ich, mich davon zu überzeugen, dass es ein Zufall war und ich massiv überreagierte, was ich bis heute nicht sicher weiß. Kein Auto passierte uns. Wir fuhren in die Auffahrt eines wunderschönen Hauses, das nicht das gleiche wie in meinem Traum war, und als ich aus dem Auto stieg, konnte ich vor Angst kaum stehen. Wir stiegen aus dem Truck und der Typ ging immer noch plaudernd auf das Haus zu. Ich sagte ihm, dass ich zurückbleiben wollte, weil mir während der Fahrt übel geworden war und ich nicht glaubte, die Vordertreppe schaffen zu können. Er lachte und bot an, mich hochzutragen. Ich lehnte ab und sagte ihm, dass ich ihm Sushi aufspucken würde, wenn er es versuchte. Er schien ein wenig beleidigt, klingelte an der Tür und ging ohne mich hinein. Ich zog mein Handy heraus und begann, von allem, was ich von meiner Position aus erkennen konnte, Fotos zu machen. Die Tür mit der Hausnummer, ein Landschaftsbild des Vorgartens, seinen Truck, alles, was als Standort oder Identifikationsmerkmal dienen könnte. Ich ging ins WLAN des Hauses und postete alles auf Facebook. Bis heute habe ich keine Ahnung, was passiert wäre, wenn das WLAN gesperrt gewesen wäre. Mein Bekannter und sein Freund verließen das Haus, aber sein Freund war angezogen und hatte dunkleres Haar als im Traum. Die Sommersprossen waren jedoch genau richtig. Ich hatte keine emotionale oder physische Reaktion mehr, ich war jetzt in einem fast dissoziativen Zustand. Ich unterbrach meinen Bekannten, als er mich ins Haus einladen wollte, und hielt mein Handy in ihre Richtung. Ich sagte: Dein Haus ist unglaublich, ich hoffe, es stört dich nicht, dass ich Fotos davon auf Facebook gepostet habe. Du solltest einen professionellen Fotografen engagieren. Brackles Augen weiteten sich und sie gingen ohne ein Wort der Antwort wieder ins Haus. Mein Typ kam eine halbe Stunde später alleine heraus, nachdem ich drinnen ein gedämpftes Argument gehört hatte. Er sah mich kaum an, als er die Treppe hinunterging und sagte: Wir gehen, er kommt nicht mit. Ich stieg mit ihm in den Truck und setzte mich auf den Beifahrersitz. Wir fuhren zurück zur Hauptstraße. Er sprach während der gesamten Rückfahrt kein Wort mit mir. Er setzte mich an der Straße ab, an der er ursprünglich abgebogen war, und sagte mir, ich solle mir selbst ein Taxi zur Party rufen. Ich rief ein Taxi und war innerhalb einer Stunde zu Hause. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich von dieser Geschichte halten soll. Seit diesem Tag hatte ich keinen vorahnungsartigen Traum mehr, nicht einmal von Autos an einer Kreuzung. Die Gestalt. Als ich jünger war, war ich einmal in Taiwan und besuchte einen belebten Nachtmarkt. Das sind beliebte Versammlungen von Essens- und Einkaufsständen, die normalerweise am Abend stattfinden. In der Nähe entdeckte ich ein Schild für ein Internetcafé in einem 5- bis 6-stöckigen Gebäude. Ich dachte, ich könnte schnell ein paar E-Mails verschicken und betrat den dunklen kleinen Eingang des Gebäudes. Das Gebäude war alt und schlecht gepflegt, was in Taiwan nicht ungewöhnlich ist. Der Eingang bestand nur aus einem dunklen Flur, der zu einem kleinen Aufzug führte. Ich drückte den Aufzugsknopf und trat ein. Der Aufzug war ungewöhnlich neu im Vergleich zum Gebäude, aber ich dachte nicht weiter darüber nach. Wie in manchen chinesischen Gebäuden gab es keinen 4. Stock, wegen des Aberglaubens, dass 4 wie Tod klingt. Also waren nur die anderen Knöpfe beschriftet, was normal war. Ich suchte nach dem Stockwerk des Internetcafés, dem 6. Stock, und drückte den Knopf. Der Aufzug setzte sich leise in Bewegung und begann aufzusteigen. Als er anhielt, dachte ich, es sei mein Stockwerk und wollte gerade aussteigen. Doch direkt bevor ich heraustrat, hielt mich der Anblick vor dem Aufzug auf. Es war stockdunkel, nur durch das Licht im Aufzug erleuchtet, und sah aus, als wäre es seit Jahrzehnten nicht mehr bewohnt gewesen, mit einigen zufällig verteilten Möbelstücken, die mit weißen Tüchern bedeckt waren. Da es ein kleines Gebäude war und jedes Stockwerk eine einzelne Einheit war, konnte ich praktisch das gesamte Stockwerk vom Aufzug aus sehen.
Ich dachte, ich hätte mich im Stockwerk geirrt und überprüfte die Anzeige, die das Stockwerk angab. Seltsamerweise leuchtete nichts auf, aber der Knopf für das Internetcafé war noch beleuchtet, sodass ich wusste, dass ich noch nicht dort angekommen war. All dies geschah innerhalb von ein paar Sekunden. Dann bemerkte ich eine Gestalt in der Ferne auf dem Stockwerk. Sie war nicht sehr deutlich zu sehen, aber ich konnte erkennen, dass es aussah wie eine Person in einem langen Gewand, die sich langsam auf den Aufzug zubewegte, in dem ich stand. Ich war zutiefst verängstigt und begann, den Knopf zum Schließen der Tür zu drücken. Sobald ich ihn drückte, flackerte das Licht im Aufzug und ich war in völliger Dunkelheit. Ich war kurz davor, mir vor Angst in die Hose zu machen, und es beunruhigt mich immer noch, wenn ich daran zurückdenke. Das Licht flackerte innerhalb einer Sekunde wieder an, die Tür schloss sich und der Aufzug setzte sich wieder in Bewegung. Ein paar Momente später öffnete er sich wieder zum Internetcafé. Ich war unendlich erleichtert. Ich ging sofort hinaus und setzte mich an einen Computer. Nachdem ich mich ein wenig gesammelt hatte, ging ich zur Kasse und erzählte der Angestellten, was ich gesehen hatte. Das Mädchen hörte zu und ihr Gesicht wurde ein wenig aschfahl, also fragte ich sie, ob sie Ähnliches gehört habe. Sie erzählte mir, dass sie es selbst nie erlebt habe, aber einige ihrer Kollegen und gelegentliche Kunden hätten davon berichtet. Im Wesentlichen habe das Gebäude 6 Stockwerke und der 4. Stock habe eine Geschichte. Anscheinend war der Stock früher ein Friseursalon, bis sich eine der Angestellten dort aus unbekannten Gründen das Leben nahm. Sie schnitt sich über der Haarwaschstation die Pulsadern auf und starb. Das Geschäft führte den Betrieb trotz Geschichten über seltsame Erscheinungen weiter. Wenn Kunden sich die Haare wuschen, sah das Wasser manchmal ein wenig rot aus, als ob der Kunde bluten würde, kleine Dinge wie diese, und ein paar Leute berichteten, eine Gestalt im Spiegel weglaufen zu sehen, aber niemanden zu finden, wenn sie sich umdrehten. Natürlich schloss das Geschäft nach ein paar Monaten. Der Gebäudeinhaber versuchte, die Etage erneut zu vermieten, hatte aber nie Glück. Die meisten Geschäfte sind ziemlich abergläubisch und niemand wollte den 4. Stock mieten, nachdem dort jemand gestorben war, selbst zu einem sehr günstigen Preis. Schließlich, nachdem er den Preis auf fast nichts gesenkt hatte, wollte ein Schreibwarengeschäft mieten. Während der Renovierungsarbeiten auf der Etage passierten jedoch mehrere Unfälle. Werkzeuge landeten an seltsamen Orten, ein Spiegel aus dem vorherigen Geschäft zersprang, als niemand in der Nähe war, und schließlich klemmte sich ein Arbeiter seine Hand zwischen den Aufzugstüren ein, als diese sich unerwartet schlossen. Die Arbeiter weigerten sich weiterzuarbeiten und schließlich verließ das Geschäft die Etage und der Gebäudeinhaber gab auf und schloss den Stock. Er ließ dann die Aufzugsfirma kommen und das Bedienfeld so ersetzen, dass der Aufzug nicht in den 4. Stock fahren konnte. Lassen mich das wiederholen. Der Aufzug war programmiert, niemals in den 4. Stock zu fahren. Es gibt nicht einmal einen Knopf dafür. Aber aus irgendeinem Grund, wenn Leute den Aufzug benutzen, fährt er manchmal in den 4. Stock und die Türen öffnen sich und einige wie ich sehen eine Gestalt im Dunkeln herumlaufen.